Weiter geht's mit Let's Play Phantasmat. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich hier stehe. Ganz einfach, von hier aus können wir die Lichter sehen. Und die schreiben wir uns. Oh, das ist ja super. Wenn die sich das aufschreibt, oder der, weiß ich immer noch nicht, muss ich mir das nicht aufschreiben. Jetzt habe ich extra ein Blatt gezückt und, naja, gut. Nein, da wollte ich nicht hin. Jetzt können wir nämlich endlich den Würfel da öffnen. Vielleicht ist da der letzte Schlüssel drin. Man weiß es nicht. Vielleicht aber auch das Ventil für den Taucheranzug. Blau, rot, gelb, blau. Die beiden bleiben gelb. Rot, blau, rot, aus. Moment, das ist dasselbe Denkmal wie auf dem Friedhof. Ja, das dachte ich mir schon. Wir haben jetzt das Ventil. Schön. Wie leer unser Inventar auf einmal ist. Moment, das sind 10, 18, 19, 105 sind zu viel. Das heißt, die 80 und die 25 brauchen wir nicht. Funktioniert. Jetzt kann Sauerstoff in den Taucheranzug gepumpt werden. Ich habe den Taucheranzug repariert. Der Weg in die versunkene Stadt ist nun passierbar. Okay, die 3 ist richtig. Die 6 ist... kommt vor, aber ist an der falschen Stelle. Und jetzt? Geht der... Ah, der Pfad geht jetzt. Und wir sind jetzt im Taucheranzug, wie ihr sehen könnt. Ach so, es sind 4 Zahlen. Die 1 und 2 kommen vor. Und 1, okay. Wieder links. So, 1, 2, Moment. Eins kommt vor, 2 kommt vor, 3 und 4 nicht, aber die 5. Und mein Bleistift ist abgebrochen. Ach, immer diese Billigbleistifte. Okay. Und 1. Und da kommt die 5 hin. Ha, ich bin gar nicht so blöd.
Das ist ja total cool irgendwie gerade. Und das Dingens hier bewegt sich so wie mein Mauszeiger. Das ist auch sehr cool. So, wir brauchen was. Was brauchen wir überhaupt? Haben wir noch? Mond, Lenkrad und eine Qualle? So, jetzt fehlt nur noch die Königin. Das ist garantiert eine Schachfigur. Oder? Nein. Doch. Wer weiß, könnte auch eine Büste sein. Eine stilvolle Schachfigur aus Elfenbein. Diese stellt die Königin dar. Okay. Das hier nicht? Was bauen wir da unten zusammen? Fotofragment. Okay, Kirchhof, versunkene Residenz. Gehen wir erstmal hier rein. Da, das ist Ette. Habt ihr das gesehen? Okay, da fehlt noch ein Springer. Man kann noch nicht einmal die Titel lesen. Ja, da kann man wimmeln, da will ich jetzt aber auch so. So viele tolle Bücher, aber alle durch das Wasser zerstört. Ja, sowas ist scheiße. Die Lampe ist in diesem Licht eingetaucht, obwohl sie nicht einmal funktioniert. Da ist wieder unser lieber Blitz. Was ist Fedora? Seht ihr da? Das ist die Zoohandlung und das ist alles irgendwo in der Stadt. Und das ist die alte Dame. Das seht ihr schon anhand der Klamotten, die sie so trägt. Ein Reptil und Fedora. Wenn ich wüsste, was das ist. Was meinen die mit Reptil?
Da ist das Reptil gewesen. Okay, aber Fedora weiß ich leider wirklich nicht, was das ist. Ah, da ist das Auge. Wie kriege ich das Auge jetzt auf die andere Seite? Oder muss ich das weg explodieren lassen? Ja, ich weiß, dass das nach unten muss, Spiel. Okay, das Auge explodiert nicht mit. Aber ich muss es irgendwie rüberkriegen. Da explodiert jetzt gerade ganz viel. Dummes Spiel, warum soll ich das tauschen? Geil, die Puppenköpfe hier wegfliegen, wenn man die sprengt. Tja, aber so richtig weiter bringt uns das auch nicht und es kommt einfach kein anderes Auge. So wird das ja nie was. Das ist wieder so ein Part. Den könnt ihr auch ruhig vorspulen. Hiernach mache ich auch einen Schnitt. Aber wenn ihr Bock dabei habt, mir hierbei zuzugucken, dann tut das. Aber ich muss mich ein bisschen sputen. Ich habe nicht mehr allzu viel Festplattenspeicher frei. Aber nein, das bringt mir nichts.
Ey, ich kann das Spiel jetzt hier noch 5 Stunden spielen und ich kriege dieses Auge nicht da weg. Doch, jetzt. Ha! Ein Schritt weiter! Oh mein Gott, hat es lange gedauert. Ja, und sonst so, liebe Leute, das ist hier ganz schön ätzend irgendwie. Das nur, weil ich keinen Tipp nehmen will. Und ja, ich mag dieses Spiel hier gerade. Das ist für euch zum Zusehen natürlich völlig uninteressant. Oh, es ist unten. Gott sei Dank. Fedora. Wir kriegen nicht mal zu sehen, was das war. Ja, wir haben jetzt das Pferd. Puh. Manche dieser seltsamen Symbole sehen gleich aus. Oh Gott, müssen wir jetzt Memory spielen? Okay, das kann ja noch eine Weile dauern. Liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir endlich im nächsten Part. Bis dahin.